What is inside in this box? Was ist in diesem Karton drinne? A surprise. Eine Überraschung. Dann lüften wir mal das Geheimnis. Hier haben wir ein neues RC-Fahrzeug, was ich mir gekauft habe. Ein Truggy. Eine Mischung zwischen Buggy und Monster Truck. Wir werden uns das Teil mal anschauen. Dieses RC-Auto habe ich mir neu gekauft. Und ich freue mich riesig darüber, weil es so ein geiles Teil ist. Weil es so viel Power hat, so schnell ist. Wir werden gleich die Folie abnehmen und dann könnt ihr das ganze Teil euch anschauen. Dann entfernen wir mal die Folie. Hier ist auch schon das geile Teil mit der geilen farblichen Karosserie mit verschiedenen Farben: Rot, Orange, Gelb, Türkis, Blau, Weiß. Dieses Auto ist komplett wasserdicht. Man kann also durch den Schlamm fahren. Man kann auch durch Pfützen fahren. Man kann im Regen fahren. Und es hat einen Mega-Speed. Es schafft zwischen 60 und bis 100 km/h. Es hat einen Brushless-Motor. Also keine Schleifkohlen. Ein sehr verschleißfreier, schneller Motor. Wir werden uns auch mal die Innenseite anschauen. Hier haben wir eine Wheelie Bar, damit, wenn er Hochstart macht durch schnelle Beschleunigung, damit er nicht nach hinten kippt. Die Karosserie sieht super aus. Die Reifen sehen mega aus, sehr groß. Dann hat er auch mit dem Profil auf den Reifen sehr viel Grip. Schauen wir mal
ins Chassis. Clip. Hier haben wir auch schon die Karosserie. Sie ist aus einem sehr leichten Kunststoffmaterial und innen verstärkt. Hier sitzt der Motor. Hier ist der Fadenregler. Hier habe ich einen Lüfter drauf gebaut, damit das Ganze gekühlt wird, weil so ein Fadenregler in hoher Geschwindigkeit auch sehr schnell heiß werden kann. Hier drin ist der Empfänger und hier ist die Antenne. Wenn ich das Ganze einschalte, dann summt der Lüfter ganz laut, weil er sich sehr schnell dreht. Und den Fadenregler natürlich sehr gut lüften muss. Dann schalten wir das Ganze mal ein. Er summt, der Lüfter summt, er summt. Ich hoffe, euch hat das ASMR Unboxing und Product Review Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten ASMR Video. Bis dann. Ciao.